wenn man ablegt mit dem Boot und losfährt, auch wenn es nur für eine halbe Stunde ist, ist man einfach raus und kann mal abschalten und ist auf dem Wasser und frei. Ich bin mein ganzes Leben lang schon gesegelt, bin mit Booten groß geworden und Bootsbauer ist da der ideale Beruf für mich. Ich habe Abitur gemacht und dann hat es für mich den Anschein gemacht, ja, jetzt habe ich ein Abitur, da muss ich auch was studieren. Und da war das naheliegendste, Nautik zu studieren, also Kapitän zu werden, auf großen Schiffen zu fahren. Das habe ich dann angefangen. Als es aber ernst wurde mit dem zur See fahren, habe ich mir das dann doch nochmal überlegt, dass ich lieber mit kleineren Booten zu tun haben möchte und habe dann kurz entschlossen die Bootsbauerausbildung angefangen. Für mich war schon während meiner Ausbildung klar, dass ich nicht mein Leben lang als Geselle arbeiten möchte. Daher habe ich dann nach meiner Ausbildung angefangen, den Meister zu machen, um mich dann selbstständig zu machen. Das Besondere am Bootsbau ist, dass es ziemlich viele Gewerke umfasst. Wir arbeiten mit Holz, mit Kunststoff, Glasfaser. Wir arbeiten mit Lacken, mit Klebstoffen, wir laminieren. Mit Holz arbeiten macht natürlich besonders viel Spaß, weil Holz einfach ein toller Werkstoff ist. Die Fähigkeiten, die ein Bootsbauer braucht, sind zum einen technisches Verständnis und zum anderen braucht man halt handwerkliches Geschick. Wenn man jetzt irgendwo beim Boot einen Unfallschaden hat, dann muss da erst die Grundsubstanz wieder repariert werden. Bei einem Holzboot muss ein Stück Holz ausgetauscht werden oder manchmal ist es auch nur eine Scheuerleiste, die kaputt gefahren ist. Dann sind es noch so die Arbeiten rundherum, die auch zum Bootsbau gehören, wie Boote auftakeln, abtakeln, also Masten stellen, Boote ins Wasser bringen, wieder rausholen, transportieren und lagern. Ich habe das Glück, dass wir einen großen Neubauauftrag bekommen haben. Wenn man so ein ganzes Boot baut, da hat man dann ein Jahr lang dran gearbeitet. Und am Ende ist dann der große Tag, wo das Boot ins Wasser geht und man sieht, ob es so schwimmt, wie es soll und so segelt, wie man sich das vorgestellt hat. Für mich ist das Schönste an meinem Beruf, dass ich mein Hobby mit meinem Beruf verbinden kann. Ich bin leidenschaftlicher Segler, auch Regattasegler, und durch den Bootsbauer habe ich immer mit Booten zu tun.